Willkommen zu einem neuen Adventskalender-Türchen. Mit mir ist heute der Klaus da. Wir haben gemeinsam versucht, 10 Fakten rauszusuchen. Vielleicht erfahrt ihr dabei das ein oder andere, was ihr von dieser Figur noch nicht kennt. Wir versuchen ihn so zu zeigen und euch so vorzustellen, wie ihr ihn in den Kaufhäusern in roten und weißen Zellophan, Papier eingepackt, nicht findet, sondern versuchen mal so ein bisschen hinter die Person zu schauen, wer war er, was hat er getan und welches Brauchtum gibt es um ihn bis heute. Heute gibt es 10 Fakten über den Nikolaustag. Fakt Nummer 1. Es gab ihn tatsächlich, doch allzu viel ist aus seinem Leben nicht überliefert. Der historische Nikolaus wurde zwischen 280 und 286 zur Zeit der Christenverfolgung in Patara, in der heutigen Türkei, geboren. In Myra war er als Bischof in der Region Lykien bekannt. Heute heißt dieser kleine Ort Demre und liegt etwa 100 Kilometer südwestlich der türkischen Großstadt Antalya. Fakt Nummer 2. Der griechische Name Nikolaus setzt sich zusammen aus den Worten Nike und Laos, Sieg und Volk. Man könnte seinen Namen übersetzen mit Sieg des Volkes. Klingt ein wenig altbacken, verstaubt, wie ein alter Schuh. Wie wäre es dann vielleicht mit einem neueren Schuh? Auch die Name Nike geht auf dasselbe Wort Nike, Nike, Sieg zurück. Vielleicht wird so ein Schuh draus. Wer den Schuh der Name Nike trägt, kann siegen. Wer sich zu den Anhängern des Nikolaus zählt, zählt auch zu dem Volk, das siegen wird. Fakt 3. Auch heute tragen noch Leute den Namen des alten Bischofs. Auch in der Form Klaus oder Nikola oder Nico. Im Telefonbuch gibt es 13.383 Einträge mit dem Namen Nikolaus. Fakt 4. Um Helden aus alten Zeiten ranken sich zahllose Legenden und Wundergeschichten. Auch um die Heiligen der Kirche. Es ist nicht immer herauszufinden, was sich davon tatsächlich so zugetragen hat. Die Geschichten um manche Figur sind so zahlreich, dass es unwahrscheinlich scheint, dass sie nur in einer Figur ihr Vorbild, ihre Wurzeln haben. Beim heiligen Nikolaus kann man davon ausgehen, dass es 2 historische Personen gab, die für seine wohltätigen Handlungen Vorbild waren. Der Bischof Nikolaus von Myra, von ihm haben wir eben schon gehört, und der Abt Nikolaus von Sion. Ein Abt ist der Chef eines Klosters. Übrigens lag das Kloster Sion ganz in der Nähe der Bischofsstadt Myra und der Abt Nikolaus dort lebte etwa zur gleichen Zeit wie Bischof Nikolaus. Darum ist in der Erinnerung der Menschen nur eine Figur aus beiden geworden. Fakt Nummer 5. Nikolaus als Geschenkbringer geht auf eine der zahlreichen Legenden über den Heiligen zurück, in der er einer armen Familie half, indem er Goldstücke durch das offene Fenster hineinwarf. Nach wie vor ist der Brauch des Schenkens sehr verbreitet. Die Kinder stellen am Abend ihre Schuhe vor die Tür,
damit sie vom Nikolaus nachts mit Garn befüllt werden. Was heute die Stiefel, die Schuhe vor der Tür sind, waren früher kleine gebastelte Papierschiffe. In diese Schiffchen sollte der Heilige am Nikolaustag Äpfel und Nüsse hineinlegen. Der Legende nach rettete der Bischof auch in Not geratene Seeleute vor dem Tod. Aufgrund dieser Legende wurde er zum Patron, zum Schutzpatron der Seefahrer und davon kommt dann auch der Brauch des Schiffchensetzens, des Schiffchenverhaltens für den Nikolaus. Später ersetzte man allerdings die gebastelten Nikolausschiffchen durch Schuhwerk, Strümpfe oder auch den Garnteller. Darauf findet man heute Schokoladen und andere Süßigkeiten. Den ersten Schoko-Nikolaus gab es übrigens erst 1820. Fakt Nummer 6. Vor der Reformation um 1600 wurde der heilige Nikolaus ungefragt und ohne zu kritisieren am 6. Dezember verehrt und mit den Bräuchen des Schenkens, wir haben es eben gehört, auch gefeiert. An diesem Tag soll Nikolaus von Myra nämlich gestorben sein. Da der Nikolaus das Sinnbild des Schenkens war, kann auch deswegen der 6. Dezember als Nikolaustag ausgewählt worden sein. Nach der Reformation mit Martin Luther wurde das Schenken auf Weihnachten verlegt und die Geschenke sollten fortan vom Christkind gebracht werden. Luther wollte mehr Aufmerksamkeit auf Jesus richten und weniger auf die Heiligen. Trotzdem wurde weiterhin gerade in katholischen Gegenden Nikolaus verehrt und gefeiert. Und das bis heute. Fakt Nummer 7. Die Holländer feiern zum Beispiel den Sinterklaas schon 3 Wochen vorher, vor dem Nikolaustag. Dieser kommt durch den Kamin und steckt Leckereien in die Stiefel. Das kennt man vom Santa Claus, der in den USA bekannt ist. Auswanderer aus Holland haben die Tradition mitgebracht in die USA und im Weihnachtsfest etabliert. Dieser wird dort am 24. und am 25. Dezember gefeiert. Das heute sehr bekannte Aussehen des Santa Claus hat er durch Coca-Cola 1932 bekommen, damals als Werbefigur für die Werbung des Limonadenherstellers erfunden. Der echte Nikolaus ist übrigens immer noch mit Mitra und mit Bischofsstab und Bischofsklamotten zu sehen. Fakt 8. Wenn die Holländer auf Sinterklaas warten und die Kinder darauf, dass er durch den Kamin kommt und die Stiefel und die Socken füllt, dann kommt Sinterklaas in der Regel nicht allein. Er bringt einen Begleiter mit, den er meist dann auch durch den Kamin schickt, den Zwarten Piet. Auch in anderen Ländern kommt der heilige Mann nicht allein. Seine Begleiter heißen Krampus, Knecht Ruprecht, Beelzebub oder Belznickel. Es sind die düsteren Gestalten, die oft unheimlich und mit viel Lärm daherkommen und die neben dem Heiligen, der die guten Taten der Kinder lobt und die Kleinen dafür beschenkt, als Kinderschreck mit auftritt und sie zum Guten ermahnt, wo sie böse waren und selber Streiche gespielt haben. Den Kleinen wird dann oft mit der Rute gedroht. Und in manchen Gegenden ist es tatsächlich so, dass wild verkleidete Krampusfiguren durch die Straßen gehen mit viel Lärm und
es an manchen Orten auch zu gewaltsamen Prügeleien kommt. Fakt Nummer 9. Etwas Regionales. Die Verehrung des Nikolaus wurde schon früh besonders von der in Magdeburg lebenden Kaiserin Theophanu gefördert. Sie lebte in Magdeburg und war die griechische Ehefrau des Kaisers Otto II. Ein Brauch, um die Erinnerung an den Nikolaus lebendig zu halten, war das sogenannte Bischofsspiel. Dabei übernahm einmal im Jahr ein Schüler die Funktion des Bischofs und herrschte über das Kloster oder über die Schule. Im Liborius-Gymnasium in Dessau wird dieser Brauch immer noch gepflegt. Und dort trifft der Kinder-Nikolaus auch heute noch wichtige Entscheidungen. Der 10. und letzte Fakt, auch von mir etwas Regionales aus meiner Heimat Halberstadt. Gerade viele Kinder, und vielleicht ging es euch in euren Kindertagen genauso, möchten dem Nikolaus natürlich gern persönlich begegnen. Normal könnte jeder sagen, wie soll das gehen? Der ist schon lange tot. Im Halberstädter Domschatz kann das gelingen. Denn ein Finger des heiligen Nikolaus wird hier seit dem 13. Jahrhundert als Reliquie, so nennt man das, wenn Knochenstücke aufgehoben werden von einem besonderen Menschen, von einem Heiligen, ein Fingerknochen vom Nikolaus wird hier bis heute im Domschatz gezeigt. Aufgehoben ist er in einem goldenen Arm mit Bergkristall und Edelsteinen verziert. Wer also Lust hat, der historischen Person des Nikolaus tatsächlich leibhaftig zu begegnen, der sollte den Halberstädter Domschatz besuchen. Und wer am heutigen Tag, am Nikolaustag, das tut und das Stichwort Nikolaus an der Kasse mitsagt, der bekommt sogar freien Eintritt und hat die Möglichkeit, in einer Schatztruhe selber beschenkt zu werden und ein Stück vom Schatz, vom Domschatz, vom Bischofsschatz als Erinnerung mit nach Hause zu nehmen. Ich hoffe, euch hat der Nikolaus, der Sinterklaas, vielleicht auch der Santa Claus. Nee, der kommt ja nicht am Nikolaustag. Oh, der kommt ja nicht. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Nikolaustag, egal wie ihr ihn feiert. Und man sieht sich morgen in einem weiteren Adventskalender-Türchen auf dem Kanal wieder. Bis dahin, macht's gut.